Hallo und willkommen zurück zu Orks müssen sterben ungekettet. Anscheinend. Im Hintergrund siehst du die Gegner, die vorkommen werden. Ah, das sind Orks. Hochgebirge, ah, schöne Burg. Super. Die gehört anscheinend irgendeinem Löwe. Lauter Flaggen. Das ist eine Ordensfestung, fertig aus. Also ist unser Zeichen das Löwe, oder wie? Was? Nein, wir haben mehrere Zeichen, wir haben Verbündete. Ach so. Keine Ahnung. Das ist jedenfalls nicht das Ortssymbol. Finally a chance to prove my power. Okay. Was ist das hier? Lol, das ist ja witzig. Ah ja, die Map kenne ich von später, allerdings ist die da etwas ganz anders gemacht. Aber wir können es trotzdem mit der Umleitung probieren, denke ich. Weniger stressig. Lol, ich hab's fast nicht so abgehangen. Aber der Gang ist ein bisschen. Gibt's hier einfach noch einen extra Gang? Ah, hier ist noch ein Weg, der runter geht. Ach so. Ach scheiße, okay, man darf nicht umleiten in der Map. Okay, was soll's. Gar nicht. Nö, ich konnte da keine Barrikaden bauen. Die wollen den Gang nehmen. Du kannst auf der Brücke Sprungfeder fallen und spammen, wenn du willst. Das wäre doch mal eine Taktik. Auf welcher Brücke? Bei dir oder? Ja, zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das nur hier geht. Ah ja, hier ist so eine Brücke. Ich glaube, bei dem anderen Ding war, glaube ich, keine Brücke, da wo ich war. Warum gehst du nicht da durch? Also vielleicht kann man die hier auch schon da holen, aber ich weiß nicht. Ansonsten, gut, hier ist noch ein längerer Pfad, ist hier auch noch eine Brücke. Ja, das ist ja alles auch noch umwandet. Bis erst da anfangen zu killen. Ja, mache ich normalerweise bei der Map. Warum auch immer ich das tue. Wer weiß. Ich habe keine Ahnung. Also hier spamme ich dann immer Stachelwände. Wie auch immer die sich nennen. Schau mal, wo ich bin, Dennis. Näher ran geht's nicht. Hier kriegt man nämlich gar kein Damage. Man kann hier schon anfangen zu kämpfen. Oh, schau mal. Weil ich bereit gedrückt habe, wirst du jetzt dazu gezwungen. Aha. 20 Sekunden braucht, dann startet's automatisch. Auch wenn du nicht drückst. Haha. Ja, dann stelle ich jetzt hier schon mal die Sprungfederfallen auf. Du kannst das gerne drücken, die müssen erstmal eine Weile laufen. Übrigens, der Witz in dieser Map ist ja, dass hier direkt am Ende unserer Burg die gegnerische Burg ist. Deswegen auch keine Tür zerstören. Warum stehen wir so nebeneinander? Keine Ahnung, warum die Burgen nebeneinander gebaut haben. Weil sie verrückt sind. I think I need a nap. Was ich mich gerade frage, kriegst du eigentlich nur eine Kiste pro geschaffte Map? Moment, ja. Die Heldenkiste, was denn sonst? Alles andere habe ich schon. Ja, ich dachte, da der ja Charakter separiert die Sterne speichert, dachte ich, dass man vielleicht bei jedem Helden quasi mehr Kisten machen kann, je nachdem wie viele Sterne man hat.
Muss ich dich leider enttäuschen, ist nicht so. Kannst du hier Stachelwände spammen? Wo? Oh. Naja, so die vier Stück. I love this trap. Maximilian hier would never drei sein. Have thought of this. Und den Boden. Mal schauen, was wir da machen. I have a talent for magic and death. Es klang nach Knolljägern. Ja. Kann man die da oben mehrfach aktivieren? Na, bis keins mehr drin ist. Du siehst, ach so, das ist ein Fässer. Ich dachte, der Holzstamm, woran das dranhängt, der fällt dann runter. Ja. Aber ich glaube, es ist da vom Dach. Übrigens, wenn du hinter uns hochguckst, wir können hier Steine fallen lassen. Ich hol mal einen. Rolle aber nicht ganz so weit. Wie weit soll er denn noch rollen? Da geht's bergauf. Ja, aber soll bergauf rollen. Au. Okay. Können wir nur hoffen, dass das hier reicht. Traps keep my hands from getting dirty during this killing business. The enemy army is attacking on another front. Hier meintest du, man kann die nirgendwo blockieren. Oder? Ja, hier wo ich gerade bin, konnte ich keine Barrikaden bauen. Ah. Oh, die Tür ist noch nicht offen. Das Ausschnitt muss ich in die Mitte laufen. Können die jetzt überhaupt schon Fette wegschleudern? Aber die auf jeden Fall. Ich denke, dass die... Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Es gibt kein Unikat, bei dem du einstellst, dass es eine Prozentchance gibt dafür. Also keine Ahnung. Just a moment. Kannst einbauen, dass es nur Fette wegschleudert. Mistress of all worlds. All of them. Kann man ja technisch gesehen zu zweit einfach dafür sorgen, dass die Gegner alle weggeschleudert werden. Ach so, deine Killing Lane ist hier hin. Ja. Dann mache ich auf dem Weg dahin einfach Stacheln. Yes, that will do nicely. Ernsthaft? Oh, this will ja, was denn sonst? Ich wünschte, Playtime. Ich hätte hier ein paar Stacheln. Hast du nicht auch Stacheln? This will give them what they deserve. Nein, habe ich nicht dabei. Aber egal. Als nächstes kommen die da hinten. Hast du da schon irgendwas hingestellt? Hä? Nein, wieso? Weil die da auch rauskommen werden. Ja, aber noch nicht. Und jetzt kämpfe ich hier. Fertig. There's no stopping me. Aber wir sollten da unbedingt was hinstellen. Yes. Sehr viel Feuer, weil da nämlich wahrscheinlich nur Kobolde rauskommen. Wenn ich das richtig in meinem Gedächtnis habe. Kommst du zurecht, dann gehe ich nochmal zum Bauen. Ach, ich denke, dass ich die Oga hier tot kriege. Ah, das ist die Map. Okay. Das ist nervig. They will not reach the rift. Du hast doch welche dabei. Hä? Ich meinte die Bodenstacheln. Die meinte ich aber nicht. Our enemies, they're breaking through again. Na gut, dann stelle ich hier da welche hin. That's good, hier schaut's gut aus, voll pilzig und so. Schön grüne Giftpilze. Okay, die kleinen Knirpse kommen. Ich bin vor allem nicht so schnell im Laufen, also mit dem Charakter, der ist ziemlich langsam, langsamer als alles, was ich bisher gespielt habe. Wenn die, wenn einer von denen an mir vorbeikommt, dann haben wir ein Problem, weil er im Spalt ist.
Was ich damit sagen will ist, sorg dafür, dass keiner vorbeikommt. Du bist schneller. Ich meine, ich spam jetzt hier quasi bisschen Feuer. Okay, ich gehe zurück, was töten. Bevor sie an den Wächter vorbeikommen in der Mitte. Und dann komme ich nach rechts. Expertly placed. Deswegen sind die Killboxen an unterschiedlichen Stellen. Damit man Zeit hat zu wechseln. Those minions won't know what hit them. Finale Welle. They've summoned the boss minion. Aber wo kommt der? Nehm an der Mitte. Okay, hier kommen nur wieder kleine bei mir. Ich schmeiß mal alle Steine runter. Gut, dass ich hier 6 Steine habe. Jetzt kommen sie langsam bis zu mir. Ich hoffe, dass ich keinen habe. Okay. Boss Minion defeated. 2 Stück kommen bei mir noch, aber das sollten wir nicht machen. Ich gebe dir mal einen Spalt. Und ein paar für die Waffen. Ich muss mal die andere Seite prüfen. Ah ja, geh doch denn. Okay, gut. Wenn das Portal gegangen war, gut. Wäre ich auf der falschen Seite. Einfach runter. Warum wärst du denn auf der falschen Seite, wenn du da durchgehst? Wo läufst du hin, Dennis? Wir haben noch 2 Gegner zu töten, dann habe ich unendlich Zeit. 30 Sekunden. Many minions, one lightning. I expected this result. Erfahrungspunkte. 92 Shell. Ah. Bisschen was für den schon. Ah ja. Sehe ich das richtig? Diese Statistik zeigt jetzt grün an, wo man besser war als der jeweils andere. Ist ja interessant. Reflektierende Rüstung. Und mit der Fall. Das ist ein Talar. Nehme ich an. Bringt der Teil was? Ja gut, dann was machen wir. Du kannst das Teil hier noch irgendwo einsetzen. Abfeuerwand, Barrikaden. Leute und Stachelfallen. Reflektierende Rüstung, sagst du. Ah ja, hier. Reflektiert in einem Radius 200% des Schadens, der Falle zugefügt wird, gibt es bei 2 Fallen. Ich habe 3 Stück davon. Warum habe ich 3 Stück? Na ganz einfach, ich kann das Ding nirgendwo einbauen. Ah, meine Barrikaden haben nämlich die wiederbenutzbare Abschirmung. Und die anderen 3 Sachen habe ich noch nicht so geskillt, dass ich es einbauen kann. Wo genau steht denn der Begriff? Ah, da unten, Ordenschergen. Aber man sieht es aus einem Schild hier. Aha. So, jetzt kommt die Map Übungsgelände. Die wahnsinnig viele Bären beinhaltet. Okay. Deswegen werde ich jetzt auch mitnehmen. Den Bärenkiller 9000. Warte, wo ist es denn? Schaden an Soldaten nehme ich auf jeden Fall mit. Wir brauchen auf jeden Fall Barrikaden. Reicht, wenn du sie hast. Nein, ich nehme sie trotzdem mit. Das Schaffe brauchen wir nicht. Ich brauche noch das hier. Hey, warum kann ich ihn jetzt gerade nicht auswählen?
weiß nicht, wo du bist. Zufällig, da ist so ein Lock drauf. Warum denn? Hä? Du kannst mich auch zufällig drücken. Ja, ich habe auf ich bin auf zufällig gelockt. Da ist ein Lock drauf. Verstehe ich nicht. Das war vorhin auch der Fall. Was, change my character. Vielleicht lockt das mich an. Nee. Aber ich war vorhin auch mal gelockt und das ging dann irgendwie wieder weg. Ich weiß nur nicht wie. Da hast du keine Ahnung, was du angestellt hast. Ja, anscheinend habe ich auch zufällig. Ich habe, glaube ich, niemanden ausgewählt und habe da einfach weitergedrückt. Wähle dein Arsenal und zu bereit. Ach. Oh, wenn du auf bereit bist, dann bist du eingeloggt. Ja, das darfst du nicht machen. Ach so. Jetzt kann ich auch nicht mehr raus. Das mag ich nicht. Geh auf X. Du darfst nur auf bereit gehen, wenn du dich auch wirklich schon entschieden hast. So blöd. Gut, dass mein Arsenal gespeichert ist. Ja, ist ja auch so eingestellt. Ja, was ich mitnehmen will ist... Ah, egal, nee, passt schon so. Aber wobei, ich könnte dir jetzt dann den da zeigen. Gut, du kümmerst dich um deinen rechten Teil, ich um den linken Teil. Aber ich brauche links Barrikaden von dir. Links, rechts, gerade was? Barrikaden? Ja, in der ersten Welle brauche ich gleich vier... Ja, vier? Ja, ich hoffe, du kannst sie dir leisten. Ansonsten habe ich die jetzt auch dabei, dann kann ich eine bauen. Finally a chance to prove my power. Okay, fangen hier an. Oh, this will be fun. So. Those minions won't know what hit them. Was, der muss da auch hin? Alter, sind die dünn. Mach ihn weg und schau dir die Soldaten-Silhouetten an. Ich hab schon gesehen, aber Alter, sind die dünn. Tja, die sind halt nicht dick. Ansonsten hast du noch Geld? I'm sure we'll win. Nein. Okay, na gut, die brauchen wir in der ersten Welle noch nicht. Kommen ja erst nur hier. Right there. Perfect. Just like old times. Good spot for this. Why don't you, perfect. Kannst du... Ist bei mir auch so nass? Ja, ist es. Es regnet gerade. Na gut, gucken wir mal. Ich kann mir nicht mehr leisten, Ich kann hier Feuer setzen. Aber da will ich Schwefel haben. Da möchtest du Schwefel, mein Schwefel. Nee, lieber nicht. Mir wurscht. Ihr wurscht. Mein Schwefel ist auf Level 0 quasi. Weiß ja nicht. Ich bin Zygnus Elektro-Pokémon. Ah ja, genau, benutzt das öfters mal. Deine Fähigkeit. Aber irgendwie erleide ich dann immer Schaden, weil ich mich ja reinstellen muss und die ist ja um mich herum. Ernsthaft? Der ist ja um mich herum, ich kann ja, das ist ja... Ja, aber... Dann machst du es halt nicht super effizient, wenn es nicht anders ist. Irgendwie sind die auch nur... Die sind nicht mehr betört, wenn man drauf schießt, oder? Nö, außer du skillst das später. Geht aber, glaube ich, erst bei Level 3 bei dir. Also eine Sache, was ich hatte, ist, ich werde stärker, umso mehr ich betört habe, habe ich gelesen. Das klingt ziemlich... Ich dachte, es gibt 9% Lebensregeneration oder so, nicht mal. Also, es gab was, dass die dich heilen, also dass du regeneriert wirst an denen, wie bei deinem Spalt. Aber es gab auch was, dass du stärker wirst. Habe ich auch gelesen. Warum ist die Barrikade nochmal hin? So, dass die da um die Ecke laufen müssen. Das kannst du aber auch erst nach der Welle machen, wenn du willst. Check ich dann nicht siehst du die Silhouette. Also da reinlaufen müssen sie ja sowieso. Oder meinst du die von der Tür hinter uns kommen? Ja, genau. Um die geht's. Ja,
dass die Fallen jetzt auch noch erwischt, damit sie resettet werden. Das sah nicht so aus. Kann ich mein Q eigentlich auch irgendwie benutzen zum Angreifen oder echt nur zum Weglaufen? Wenn du das geskillt hast, dann kannst du ihn zum Angreifen benutzen. This one is my favorite. Dann brauchen wir hier noch zwei Stück. Yes, that will do nicely. Perfekt. Welche Taste ist denn das? Mit U kannst du das wieder aufmachen, dieses Dingens. Ja, ich hab dir das doch gesagt vorhin, dass das U ist, mit dem du das wieder aufmachen kannst. Ich dachte, das hast du gehört. Nein, whatever. Brauchst du irgendwo noch was Besonderes? Keine Ahnung, also du kannst überall Stacheln spammen, so viel du willst. Stacheln? Sollen die Gegner nur zerstacheln, nicht verlangsamen? Ja. Nach dem Feuer kannst du sie auch verlangsamen erstmal. Hauptsache, sie gehen hier aus rum. Das reicht mir fürs Erste. So viele von denen sind schon langsam. Nicht so ein Anschein-Zeichen. Ich darf da gerne sein. Also verbieten tue ich sie nicht. Das ist das. There. That's good, don't you think? Ja. Scheinbar lebt da noch jemand, der noch vielleicht im Spalt. Was? Ja, ich habe mich gerade gefragt, warum ich nichts abbauen kann. Ich dachte, du liegst, du stehst in der in ihrem Weg. Was? Nein, ich bin gerade ganz gechillt hier gewesen. Au! Alter! Ja, erhöht Gabriel der Schaden für jeden hypnotisierten Schergen um 3%. Maximal 30%. Das sind maximal cool. 10 Schergen. Dann ist die... Die E-Rechtsklick-Kombo ist ja dann saustark. Wenn du Rechtsklick darauf geskillt hast, dass er doppelt so stark ist. Aber das dauert noch ein bisschen, bis man das kriegt. So, jetzt kommen die Teile. Nach der Welle können wir dann... Nach der übernächsten Welle können wir das wieder abbauen. Kann ich deinen Stein auch kaputt schießen oder sehe ich nur einfach so die Lebensleiste, wenn ich ihn angucke? Er hat eine Lebensleiste. Ja, hat deinen Stein an der Lebensleiste. Wahrscheinlich ist das eher so sein Countdown, bis er weg ist, die 15 Sekunden. Das kann sein, aber trotzdem ist eine Lebensleiste. Okay. So ist auch schon. Haben wir ja schon so gut wie gewonnen. The Master taught me well. I have a talent for magic and death. Was ich komisch finde, ist, dass die manchmal auf meinen Fall meiner Fallen weg geht, wenn ich die zu schnell platziere. Oder auf die Waffe switcht. Okay. Kann mich mit diesem Problem nicht identifizieren. Ja, ich spam halt einfach den Knopf. Das heißt, ich versuche auf Fallen auf Fallen zu platzieren im Endeffekt. Das ist toll. Ja, so schnell wie möglich alles vollbauen. Lol, wollte ich reinlaufen, aber gut. Okay, also hier schaffen wir es zeitlich locker.
Ah, okay, das ist etwas anders, als ich mich erinnert. Na gut, trotzdem. I love this trap. Traps keep my hands from getting dirty during this killing business. Ich werde teils nicht auf Z drücken, bevor ich da hinten nicht was gebaut habe, Dennis. Ah, oh. Bestimmt findet ihr mitzukommen, damit du Barrikaden für mich bauen. Wobei, nee, nicht. Ich habe 11.000, das ist vollkommen egal. Ich kann das selber bauen. So, das war der wichtige Teil. Good to be trapping again. Bist du denn hier? Ja, kann ich. Übrigens, hier kommt der Boss, insofern vielleicht interessiert es dich. Ah, oh, okay, dann werde ich hier. Obwohl, das Ding jetzt habe ich eigentlich schon fertig für Boss killen. Gibt's da auch Achievements für? They've broken through a gate! Kannst ja nachher mal reingucken, wenn wir mit der Aufnahme fertig sind. Also, du weißt es jetzt nicht spontan auswendig. Nein. Ich kann mir aber vorstellen, dass es eins gibt. The boss minion has entered the battlefield. Ah, okay, sie kommt auf der anderen Seite. Dann geh du mal rüber. Mich interessiert das nicht. Ah, okay, wir gehen jetzt weiter rüber, weil hier eh nichts mehr spawnt. Boss defeated. Our victory was never in doubt. Damit ist der Schwierigkeitsgrad Lehrling abgeschlossen. Jo. Ist der gute Meister Zygnus jetzt auch? Soll es nicht während des Endsounds reden, weil die Musik schon echt laut ist. Was für ein... Okay, wenn bei dir Sound ist. Das ist wirklich die Musik, warte. Ich lasse das hier auf 30. Mach die Gesamtlautstärke hier einfach mal auf. 20. Barrikaden. Felsbrockenrutsche. Oh, war was Neues. Habe ich noch nie benutzt. Die einzige Falle, die ich auf Klasse 1 noch habe. Mondwächter. Hä, den habe ich doch schon. Oder war das? Ja, ich dachte, du hast den Sonnenwächter. Ach, der Sonnenwächter war das? Okay. Ja, ich habe auch Sonne und Mond. Drache und Schlange, die genau identisch sind, habe ich noch nicht. Grabumfass. Gibt's wahrscheinlich gar nicht mehr. Was, die gibt's nicht mehr? Weiß ich nicht. Warte. Kannst du mal gucken. Werkstatt feindlich. Und Wächter. Mir fehlen noch einige. Ja doch, also Schlangenwächter, Drachenwächter, Sonnenwächter. Ich habe Löwe und Mond. Sind eh identisch, also was soll's. Bei den anderen ist es wichtiger als bei denen. Die Schilddinger sind, glaube ich, alle identisch. So, Kriegsmagier fängt an mit einer Map, die wir schon kennen, weil wir sie... Folgendes Problem, ich brauche Stufe 8 dafür. Du bist noch nicht Stufe 8, oh. Nein, finde ich nicht. Na, dann machen wir weiter auf Lehrling, von Anfang an. Bis du Stufe 8 bist. Dann zeige ich euch, wenn du willst, zeige ich euch im nächsten Part den Blackpaw-Skin, den man fürs Refern bekommt. Eine Frage, wo bekommt man denn angezeigt, dass man für die Sterne auch eine Kiste kriegt? Wo steht denn Dennis, das? Wenn du in der Auswahl bist, wo Lehrling, Kriegsmagier und so weiter steht, guck mal nach rechts. Ah, okay. Für drei... Erster Heldensieg, gibt es erstes Mal pro Karte. Ach, interessant. Und alle mit drei Sternen ist quasi dem Spiel scheißegal. Aber abspeichern tut es das trotzdem. Also du hast den Lehrling jetzt doch auch 45 von 45, oder?
Was meinst du? Learning 45, 45? Ah, ja. Peter. Gut, willst du jetzt... Leveln wir es noch ein bisschen? Also... Level 1 nochmal machen? Ja, können wir uns jetzt schauen. Ja, müssen wir ja wohl oder übel. Gut, dann würde ich sagen, wir werden nicht vergessen. Weiter geht's beim nächsten Part. Ciao. Tschüss.